Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Wildshade. Ja, es hat leider doch noch nicht so ganz geklappt, dass ich schon Level 10 bin. Ihr seht es, ich bin erst Level 7, aber ich muss jetzt heute im Bestfall noch 3 Folgen aufnehmen, damit ihr versorgt seid übers Wochenende und einschließlich Montag. Und deswegen dachte ich mir, reiten wir jetzt einfach mal so. So, das erste Turnier hier für diese fürs fertige Spiel ist jetzt schon rum. Ich habe es dann letzten Endes nur auf Platz 4 geschafft, aber komm, ist völlig in Ordnung. Ich hätte ja doch mal Bock zu züchten, aber ich weiß es nicht. Macht eigentlich momentan noch keinen Sinn, Leute. Macht eigentlich gerade noch keinen Sinn. Ich würde sagen, wir reiten erstmal wieder Rennen, weil es ist einfach so, dass wir ja mit Level 10 das erste doch nochmal bessere Pferd bekommen und bis dahin macht es in meinen Augen erstmal gar keinen Sinn, großartig zu züchten. Und dann muss ich mal schauen, machen wir gleich mal nach diesem Rennen hier. Oh nein! Ach, ich habe den Start verbockt. War ich leicht kopfmäßig abwesend. Dann muss ich gleich mal gucken, wann man dann nochmal danach das nächste Pferd bekommt. Das ist dann ja das Füchschen. Oh Leute, es gibt so viele, es gibt einige neue schöne Fellfarben. Aber generell auch der Fuchs, der hat mir auch immer sehr, sehr gut gefallen. Es sind tatsächlich hier gar nicht unbedingt die super, sonder, mega, special Farben, die ich so unbedingt haben möchte. Ich finde hier in diesem Spiel einfach auch sehr normale Fellfarben sehr, sehr schön. Wobei auch gerade bei den Checkungen und bei den Fellzeichnungen, da sind schon auch sehr, sehr schöne dabei, die schon was Besonderes sind und die ich auch gerne hätte. So. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Hier Herbst oder was? Sturm oder Sturm und Drangzeit oder was? Alles hier eine Windhose nach der nächsten. Ein Tornado, ein Wirbelsturm hier. Eieieiei. So. Schon wieder eine. Das ist doch nicht. Also, die Dinger, die sind schon garstig und wenn die einen erwischen, die halten einen auch ziemlich lange auf. Also, die finde ich, das ist schon... Verdammt, das war ja gar nicht... Das war ja nicht die Sprengfalle, es war ja ein... Es war ja ein Feuerball. So, den habe ich jetzt direkt dahin geschmissen. Das hat auch funktioniert. Ist jemand reingeritten? So. Zack, zack. Es geht hier wie das Brötchen backen. Da muss ich mal gucken, ob ich die nächste Aufnahme, da werde ich dann wahrscheinlich dann tatsächlich aber mal sagen, okay, hier komm. Dann werde ich wahrscheinlich erstmal das nächste Video oder dieses Video hier rendern, bevor ich dann wieder weiter aufnehme und dann wirklich erstmal gucken, dass ich in der Renderzeit von diesem Video hier. Hä, warum ist die Wurzel nicht auf die vorne gegangen, die Ranke? Okay, war ich zu weit weg? Kann sein, ne? Aua, ja, ich wollte gerade sagen, hat eine Sprengfalle, aber da konnte ich nicht mehr gescheit ausweichen. Ach nee, verdammt, hier ist ja erst die Abkürzung. Oh, ja, jetzt habe ich die Sprengfalle verschenkt. Oha, das wird schwierig, wenn ich hier noch was erreichen möchte. Ah, nee, denn noch ein Sturm. Ich hätte jetzt lieber irgendwas gehabt, um mich abzusichern. Boah, jetzt hätte ich mir gerade fast den Sturm selber noch ins Gesicht gejagt. Das ist dann immer so richtig bitter. Oh Gott, oh Gott. Das ist dann immer so richtig bitter. Wenn man selber... das war gerade im richtigen Moment noch die Sprengfalle, die mich jetzt hier auf Platz 1 gehalten hat. Sonst wäre es mit Platz 1 nichts mehr gewesen. Da weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. I don't know. Ich bin schon wieder verwirrt. Um nicht zu sagen verwirrt. Ich weiß, der war so mega flach. So, Puzzle Legend ist Level 15. Das gab nochmal einiges an Punkten. Und wir sind auch Level 8. Gucke mal da, das wird doch langsam. Wir haben jetzt das Zaumzeug freigeschaltet, ohne Nasenriemen. Das finde ich tatsächlich bei den meisten Pferden schöner.
Und das bekommt jetzt auch Puzzle Legend. So. Wie viel Stallplätze habe ich eigentlich? Einen! Ja, verflixt. Ja, komm, für 200 kaufe ich mal noch einen weiteren. Dann kann ich durchaus mal noch einmal züchten. Okay, huch, da wollte ich gar nicht hin. So. Nächstes Rennen, was reiten wir denn jetzt? Wir reiten Canyon Chase. Oh, Canyon Chase ist auch, also Canyon Chase ist eine mega coole Strecke. Also Canyon Chase würde ich vielleicht sogar sagen, ist meine Lieblingsstrecke. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob, ja, aber doch. Also Canyon Chase reite ich wirklich sehr, sehr gerne. Jetzt habt ihr ja auch mal so, ich weiß nicht, haben wir jetzt schon alle Strecken einmal dabei gehabt mit diesen hier, die jetzt hier noch bei sind und unter Rennen? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber hier hat auch diesen mega coolen Soundtrack. Aber habt ihr... Na, oh Gott, oh Gott, oh, 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 oh Gott. Ich mag nur die Abkürzung hier nicht. Das ist total blöd zu reiten. Habt ihr schon eine Lieblingsstrecke gefunden, die ihr wirklich am liebsten reitet? Könnt ihr mich ja gerne mal in den Kommentaren wissen lassen. Ich bin ja da doch sehr, sehr neugierig. Und ich weiß ja auch, dass Tivola auch das ein oder andere Mal hier reinschaut in die Videos. Von daher ist auch für die Entwickler sowas natürlich interessant zu sehen, was vielleicht für Dinge, ja, was für Dinge, nein! Was für Dinge vielleicht nicht ganz so gut ankommen oder welche bei den Spielern sehr gefragt sind, welche Strecken besser ankommen, warum sie besser ankommen, solche Sachen. Bei mir persönlich geht es mir eigentlich um die Strecke an sich. Ich finde die hier einfach optisch auch sehr, sehr schön. Gott, was reite ich mir hier zusammen? Ich finde die einfach optisch auch sehr, sehr schön. Ich gehe tatsächlich bei den Strecken, glaube ich, mehr nach der Optik. Weil so vom Reitgefühl her finde ich sie alle gut. Es gibt nur eine Strecke. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, welche. Das ist eine von diesen asiatischen Strecken, also von der Optik her. Und da gibt es eine, die finde ich total verwirrend, weil es da unterschiedliche Möglichkeiten gibt, wie ich abbiegen kann. Und ich weiß es nicht. Ich habe da irgendwie, ich glaube, ich bin einmal die perfekte Strecke geritten und dann habe ich sie irgendwie nicht mehr wiedergefunden. Das, nein, ein Blitz. Also das hat mich so ein bisschen verwirrt, aber ansonsten finde ich die auch cool. Das hier, ganz ehrlich, die Stelle hier, Leute, reitet ihr das? Macht ihr das oder reitet ihr hier lieber außenrum? Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob mir das hier so viel bringt an der Stelle, wenn ich diese alternative Strecke, diese vermeintlich kürzere Strecke nehme, weil ich da einfach, ich habe das Gefühl, ich reite da so schlecht. Oh Gott. Das war's mit den Hindernissen. Ich reite da so schlecht, habe ich das Gefühl, dass sein könnte, dass es vielleicht sogar besser wäre, ich würde die längere Strecke nehmen. Mhm. Ja, und noch ein Blitz. Ja, jetzt habe ich endlich mal einen hier. So, geblitzdings. Also den Blitz, den hat man sehr, sehr selten. Die Flügel hat man sehr, sehr selten. Ja, natürlich kriege ich jetzt den Feuerball wieder ab. Anstatt mal die beiden, die vorne sind. Mensch. Oh, hier, das ist auch ein hübsches Pferd. Leute, ich freue mich so drauf, wenn ich das erste Mal hier so ein... von der Grundfarbe her so ein cremiges Pferd gezüchtet habe. Ja. Also, Vierter war jetzt hier tatsächlich gerade schon gut. Mehr war hier absolut nicht mehr drin an der Stelle. Ich habe ja so viel abbekommen. Das war nicht gut. Pikachu? Wir haben gerade so die 5 Sterne tatsächlich erreicht. Also, ja. Aber hey, immerhin, Puzzle Legend hat wieder ein Level up. Das heißt, sie wird beständig besser. Schlechtester Wert jetzt 100 bei Geist. Und, ja, im Moment hier auf Platz 3 eingereiht und gucken wir mal, wie es weitergeht. Nicht mehr lange, dann bin ich Level 9 und
ja, die nächste Folge, die werde ich mit Level 9 einsetzen, dass wir dann gemeinsam Level 10 erreichen und uns das Pferd verdienen. Und dann gucke ich auch mal noch, wann ich danach das nächste Pferd bekomme. Gut, ihr Lieben, das war es jetzt aber an dieser Stelle mit Wildshade für heute. Ich würde mich freuen, wenn ihr morgen auch wieder mit dabei sein würdet. Wie gesagt, dann gibt es das zweite Pferd für mich und dann gucken wir mal, wie es läuft. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne auch einen Kommentar da oder vielleicht auch ein kostenloses Abo. Und wie gesagt, schreibt doch mal in die Kommentare, welche Strecke gefällt euch denn bislang am besten und wieso. Ich bin gespannt. Also dann macht's gut und bis morgen. Tschüss!